Wir kümmern uns heute um Wärmedämmung. Und zwei Sachen sind uns dabei ganz besonders wichtig. Auf der einen Seite Brand- und Schallschutz und auf der anderen Seite Schutz vor Pilz- und Algenbefall, damit die Wände nicht komplett grün werden oder wir mit der Chemiekeule ran müssen. Und wie ihr das alles in einem einzigen System abdecken könnt und davon nachhaltig profitiert, das zeigen wir euch jetzt. Und hier hinter mir seht ihr schon das fertige Ergebnis, aber wir springen jetzt nochmal zum Anfang. Und ich habe natürlich den Experten neben mir. Der Peter kann uns jetzt erstmal erklären, was für ein Kundenproblem wir hier symbolisch aufgebaut haben und vor allem, wie wir es dann lösen. Wir haben hier ein energiefressendes Gebäude und der Kunde möchte in Zukunft seinen Geldbeutel schonen. Dadurch möchte er gerne energieeffizient arbeiten, ressourcenschonend und nachhaltig. So, und genau das nehmen wir uns heute vor und dafür habt ihr ein Wärmedämmverbundsystem. Wie genau funktioniert das? Ja, das Warmwand-Plus-System haben wir dafür. Es bietet höchsten Brandschutz und höchsten Schallschutz, ist einsetzbar im Altbau und im Neubau, sowie auch im Holzrahmenbau und im Massivbau. Wir haben ja hier auch die ein oder anderen Alleinstellungsmerkmale, die nur dieses System mit sich bringt. Welche sind das genau? Ja, eine hohe Risssicherheit, zum Beispiel beim SM 700 Pro und der Algen- und Pilzschutz beim Mineralaktiv, der auch noch biozidfrei ist. Großartig. Dann werden wir euch das Ganze jetzt mal zeigen und du führst uns Schritt für Schritt durch. Ich rühre das Material SM 700 Pro mit dem Quell und Wasser an. Mit einem Dämpfstoffmesser kann man die Mineralwolleplatten schön zusägen. Trage im Punkt-Wulst-Verfahren mit handelsüblicher Kelle und Glättscheibe das Material auf. Auf einen Versatz bei der Montage ist zu achten, auf einen Stoßversatz ist zu achten. Nach Trocknung werden die Platten gedübelt mit dem STRU 2G und dem passenden Dämmstoffteller dazu für die versenkte Montage. Die wesentlichen Vorteile vom VT 2G: durch die versenkte Montage habe ich keine Dübelabzeichnungen und zum anderen brauche ich weniger Dübel. Und dazu auch passend die Mineralwolle Rondelle. Nach Setzen des Abschlussprofils Peri und dem Eckwinkel wird die Fläche mit dem Armiergewebe armiert. Und nun muss man wieder seine Standzeit einhalten. Achtung, wir schummeln jetzt ein bisschen, denn damit wir den Oberputz gleich auftragen können, müssen wir natürlich auch wieder einen Tag Trocknungszeit pro Millimeter Schichtstärke abwarten. Und wir möchten hier zum einen natürlich zeigen, wie das Ganze finalisiert wird mit Oberputz und zum anderen gibt es ja jetzt die vielen tollen Funktionsweisen, die uns dann auch zur Verfügung stehen. Was ist denn hierbei zu beachten? Ja, mit dem Putzfarbesystem Mineralaktiv habe ich drei besondere Wirkmechanismen. Und die sind dafür da, damit auch keine Algen und Pilze wachsen an der Fassade. Dadurch habe ich auch einen, in dem Fall einen besonderen Schutz, einen biozidfreien Fassadenschutz. Ich habe ein perfektes Feuchtemanagement, eine dauerhaft hohe Alkalität und einen ER-Absorber. Das Material gibt es im Sack und im Eimer. Das kann ich einfach mit Quell und Wasser anrühren. Auf Kornstärke aufziehen, das Material. Und mit einem Reibebrett verreiben, um eine wunderschöne Oberflächenstruktur zu gestalten. Und damit sind wir fertig. Der Oberputz ist aufgetragen. Und wenn wir jetzt mit der Farbe weitermachen müssen, habt ihr ja auch die Mineralaktiv-Fassadenfarbe. Warum macht es Sinn, aus Expertensicht jetzt diese zu verwenden und nicht einfach irgendeine handelsübliche Farbe? Nur mit der Mineralaktiv-Fassadenfarbe kann ich auch den IR-Absorber, den dritten Wirkmechanismus, voll ausschöpfen. Und ich habe auch mit der Mineralaktiv-Fassadenfarbe gleichzeitig meinen biozidfreien Fassadenschutz und den Schutz vor Algen und Pilzen auf Dauer. Und erst dann habt ihr alle Vorteile, genauso wie wir sie euch angekündigt haben. Du als Experte musst uns jetzt nur noch einmal die Top 3 Highlights und Merkmale von diesem ganzen System näher bringen. Was sind für dich die wichtigsten Alleinstellungsmerkmale? Ja, Alleinstellungsmerkmal allein von der Mineralwolleplatte ist zum Beispiel der hohe Brandschutz und den Schallschutz, den wir hier haben. Mit dem SM 700 Pro haben wir die höchste Risssicherheit gegeben. Und mit dem Mineralaktiv-Fassadenputz und dem ganzen komplett Mineralaktiv-Fassadensystem runden wir das Ganze natürlich ab, indem wir biozidfrei und algenfrei arbeiten können. Das waren die Vorteile des Produkts und ich fasse jetzt nochmal die Vorteile für alle Bauherren und Eigenheimbesitzer zusammen. Mit diesem System habt ihr also lebenslangen Brandschutz, Schallschutz, Schutz vor Rissen und extrem hohe Energieeinsparungen, was natürlich den Geldbeutel schont, und keine grünen Wände mehr und das komplett ohne Chemie. Damit ist das Haus perfekt vorbereitet für beispielsweise den Einbau von Wärmepumpen, was natürlich nur bei einem gut gedämmten Haus Sinn macht.
Und das alles sollte immer von einem Profi angewendet und installiert werden. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur nächsten Baustelle und zu meinem nächsten Profi und freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen.